Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tomb Raider. So, wir müssen gucken, dass wir jetzt zu diesem ominösen Tempel kommen. Da vorne haben wir auch noch einen Schrein. Wie kommt man denn da hin? Kann Lara schwimmen? Aber das war nicht tief, das Wasser. Sehr gut. Ja, natürlich das ein oder andere Teil jetzt liegen lassen, aber es ist auch nicht schlimm. Da kann man ja dann, wenn man zurückkehrt nach der Story, den Rest machen. Wir haben ja jetzt das Guerilla-Outfit uns in der letzten Folge noch zum Ende hin angezogen. Oh, hier lag was. Direkt unter meinen Füßen. Das gönnen wir uns auch. Ja, mal ein bisschen was anderes, ne? Eingesprochen. Muss ja nicht immer das gleiche sein wie bei Assassin's Creed, dachte ich mir. Oh, da gab es nochmal genügend, genügend Bergungsgut. So, und dann können wir das, glaube ich, wenn wir hier mit Pfeil und Bogen agieren. Ja, das ginge, ne? Damit könnten wir das anfackeln, aber wir können leider nicht, wie kommen wir da ran? Oder müssen wir erst mit dem das anfackeln? Geht das? Moment. Moment. Ich brauche mal einen anderen Winkel. Ah, alles klar. Das hat er angemacht. Nein! Das war ein Fail. Verdammt! Nochmal den Winkel verändern. Sage mal, eben ging das doch, ne? Ups. Jetzt aber. Hä? Ich werde nicht ruhen, bevor ich das Ding da angezündet habe. Kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt aber. Ballert er da immer gegen? Was ist denn damit falsch? Until Dawn habe ich übrigens auf der PlayStation tatsächlich liegen. Hab nur keine Capture-Karten, ne? Sonst würde ich das auch streamen. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Der kommt da immer gegen, ne? Verdammte Axt hier. Der will mich doch verarschen. Jetzt aber. Hä?
drauf. Ey, vorhin ging's, ne? Hat das einmal berührt und jetzt nicht mehr. Egal. Ein bisschen Bergungsgut. Wenn du betrunken zur Zeremonie kommst, bringt Vater mit Feiers dich um. Ey, ich krieg das schon hin, solange du den Mund hältst. Ich hab gehört, sie hätten ein paar Frauen aufgegriffen. Ja, eine soll den Test machen. Vielleicht ist sie die eine. Dann kämen wir endlich hier weg. Bleib locker, es ist doch immer dasselbe. Ein armes Mädchen verbrennt und es geht weiter wie vorher. Mann, ich hab diese Insel so satt. Ich will einfach nur weg. Das wollen wir alle, Bruder. Aber es wird nicht passieren. Die Stürme lassen uns niemals weg. Aber wenn... Nichts, wenn. Wenn du von hier weg willst, spring von der Klippe. Einen anderen Weg gibt's nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe die Flasche leeren. Eieiei, da ist die Stimmung auch nicht gut. Gucken sich auch gegenseitig an, ne? Von daher muss ich hier, glaube ich, in offenen Kampf gehen. Den machen wir denn als erstes weg. Und dann einfach mit der Shotgun weggeballert. So muss das sein. Hier werden keine Gefangenen mehr gemacht. Uiuiui, das ist aber ganz schön weit, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Nein! Verdammt! Müssen... Ah, jetzt können wir. Müssen schon auf das Zeichen achten, ne? Ansonsten sind wir des Todes. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Gerät. Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammtes Schwein! Scheiße! Okay, da ist schon mal ein Haufen Munition, ne? Klettern Sie den Berg zur Basis der Solari hinunter. Dann nix wie hin. Moon aufheben. Ach, wir sind eh voll. Oh, Scheiße, Alter. Was war das? Ich weiß nicht. Flugzeugtrümmer? Mach weiter. Ich gehe und sehe nach. Hier ist nichts! Verdammte Ruinen. Auf der Insel bricht bald alles zusammen. Wow, Volltreffer! Der Tank ist voll! Lass ihn nicht auslaufen, Mann! Das Zeug ist Gold wert! Ja, wir müssen vor reinfinden. Ja, warte, ich sehe nach! Hilf mir mal einer! What the fuck? Wie hat er mich gesehen? Ich hab doch nichts gemacht. Egal. Eins von drei Teilen Schrotflinte gefunden. Ist das hier Benzin oder was ist das?
so, alles klar. Oh shit. Warum haben wir das jetzt zur Explosion gebraucht? Einfach so? Weil, ah ne, das hätten wir vorher machen können, ne? Oh, das war mal ein Scharfschuss. Oh, da kommt Nachschub. Zwei gezielte Kopfschüsse, ne? Jetzt habe ich es auch mal mit Pfeil und Bogen. Ach, so ging es auch, ne? Mit Pfeil und Bogen mal ausprobiert. Und da oben ging es nochmal lang. Da wollte ich nochmal gucken. Ah, die Dark Picture-Reihe ist also der Nachfolger von Until Dawn, ja? Da habe ich das jetzt auch richtig verstanden. Dark Picture sagt mir jetzt mal gar nichts. Kommen wir hier rüber? Tatsächlich. Darüber. Alles klar, wunderbar. Die Typen können wir, glaube ich, auch looten, ne? Sollten wir auch machen. Die haben immer guten Stuff bei sich. Wie die beiden ja auch, ne? Zumindest haben die Munition, das haben wir ja auch geskillt, dass wir da auch gut Munition rausbekommen. Ich muss rüber. Ich muss rüber, aber wie? Einfach rein ins kühle Nass. Hui. Oh mein Gott. Oh, 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 zur Seite, zur Seite. Oh mein Gott. Das ist die Wildwasserfahrt, die du meintest, okay. Nein, schieß. Da hat sich Lara ein bisschen am Zahnstocher aufgespießt. Oh mein Gott, was muss ich machen, Alter? Habe ich es nicht mehr geschafft, nach rechts zu kommen, ne? Okay, aber wollen wir einmal in die Rotor... Komm her, ich werde jetzt einmal in die Rotorblätter reingehen. Mal gucken, ob das eine andere Todesszene ist. Oh nein, das geht sogar. Klar. Hui. Es gab doch zwei Wege. Oh mein Gott. Nicht atmen.
Scheiße. Und falsch. Nein, der falsche. Oh mein Gott. Uff. Oh, was ist denn jetzt passiert? Heieiei. Oh, oh. Nach links, links. Oh nein. Au. Oh. Scheiße, Alter! Oh, das tut ja beim Zusehen schon weh. Da war Rambo 1 nichts gegen. Alter, wir haben das Ding überlebt. Des Todes wartet vor uns. Offene Wunden suchen sie nach erster Hilfe. Lara ist ganz schön mitgenommen. Autsch, 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 Barackenstadt. Aber ich glaube, wir werden dann in der nächsten Folge uns erste Hilfe suchen.